Hallo, mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Heute kümmern wir uns um die These, du bist krank, deine Ernährung ist der Auslöser. Ich habe hierzu verschiedene Fachartikel studiert, habe mir angeschaut, kann man das wirklich so behaupten? Und ich habe zwei Thesen, an denen ich hängen geblieben bin. Die erste These ist, dass es weltweit von einem renommierten Forscherteam aus den USA 2017 aufgestellt worden, einer von fünf Menschen frisst sich zu Tode. Fand ich sehr, sehr krass. Und die zweite These hieß hier aus Deutschland vom Professor Dr. Smollig und die sagt, 60-70% in Deutschland der chronischen Erkrankungen sind ernährungsbedingt. Ja, also Forscher, Fachleute, Fachjournals, das sind zwei Thesen, an denen ich hängen geblieben bin. Wir gehen aber jetzt mal grundsätzlich darauf, Ernährung kann die dich krank machen und wir gehen mal ganz konkret auf ganz einfache Erkrankungen. Ganz einfache Erkrankung, Immunsystem. Ja? Immunsystem, wenn du dich falsch ernährst, vielleicht kennst du den Film Super Size Me und das über eine gewisse Zeit, wirst du dadurch Folgeerkrankungen haben. Deswegen bin ich auch kein Verfechter von Diäten, weil man immer in einen gewissen Mangel rutscht. Und mein Wunsch ist, dass man einfach weiß, das Immunsystem ist ein komplexes Konstrukt im ganzen Körper, bestehend aus Mikrobiom, Darm, bestehend aus verschiedenen Blutzellen, bestehend auf mental-geistigen Komponenten. Und wenn du nicht richtig gesund ist, dann kann es sein, dass es dich krank macht. Aber eine Erkältung oder eine Grippe kommt durch Viren und Bakterien, nicht grundsätzlich durch falsche Ernährung. Aber das Immunsystem wird gestärkt, wenn du dich gut ernährst. Das ist auf jeden Fall Fakt. Dann kommt ja immer wieder der Aspekt Magen-Darm. Und da muss man sagen, da ist ein großer Punkt, wenn du zum Beispiel die Refluxkrankheit dir anschaust, also wenn du häufiger Aufstoßen hast oder immer so Magendrücken. Oder, sage ich mal, Sodbrennen, sogar Heiserkeit und Husten kann auch vom Magen kommen, muss nicht immer von einer Erkältung kommen, kann das ernährungsbedingt sein. Wenn du zu spät isst, zu viel zu spät isst, wenn du Säure locker wie Rauchen oder zu viel Alkohol dann abends genießt, dann kann es sein, dass der Magenpförtner, das ist sozusagen der, der sagt, hier mach mal zu, nicht mehr gut schließen kann und dann läuft die Säure in den Hals hinein und dann kann man langfristig auch richtige Probleme bekommen. Das sind, sage ich mal, die kurzfristigen Dinge, die passieren können im Alltagsleben. Aber ich habe ja gesagt, ich bin an diesen zwei Thesen hängen geblieben und die wollte ich jetzt nochmal genauer für dich durchleuchten, weil ich habe dir jetzt einfach so dahin gesagt und die muss ich ja auch noch ein bisschen erklären und darf ich dir natürlich auch erklären. Und welche Studie war das? 2017 hatte ich ja schon gesagt und die war oder nennt sich Global Burden of Disease Studie und die hat in der ganzen Welt ganz genau geschaut, welche Todesursachen sind hier ursächlich gewesen und es ist rausgekommen, 2017, also nicht so lange her, dass über 11 Millionen Todesfälle durch falsche Ernährung ausgelöst wurden. Und hier waren hauptsächlich Herz-Kreislauf-System, dann aber auch Krebs und Diabetes Typ 2. Das waren die hauptsächlich gefundenen Dinge in dieser Studie. Und das Interessante oder das Beeindruckende für mich war, in Großbritannien hat man auch eine ähnliche Studie gemacht, auch für Herzpatienten. Und da gab es bei 500.000 Patienten, die man sich angeschaut hat, noch eine zusätzliche Komponente. Nämlich, dass das Gehirn schrumpft. Dass deine graue und die weiße Substanz durch deine Nahrung langfristig beeinflusst wird. Das heißt, man hat in Kernspintomographien 500.000 Leute untersucht und gefunden, wenn die Ernährung nicht richtig war, wenn der Body Mass Index oder die Taille-Hüftumfang wurden alles analysiert und das Krasse ist wirklich, man hat herausgefunden, die graue und die weiße Substanz gingen runter. Das ist die weiße Hirnsubstanz, ist extrem wichtig
für das komplexe Denken, also die graue und die weiße Hirnsubstanz für das komplexe Denkvermögen extrem wichtig und auch sogar das Hirnvolumen ist geringer geworden bei falscher Ernährung. Und das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, weil ich, klar weiß man Herz-Kreislauf, Herzinfarkt und sowas, koronare Herzkrankheiten, wenn man sich nicht gut ernährt, dann hat das einen riesen Einfluss, aber auch, dass das Gehirn einen massiven Einfluss hat, weil wir haben vom Gewicht ist das Gehirn nur 2% unseres Gesamtgewichts, aber hat 20% des Volumen, der Energie, die es benötigt. Ja? Also wenn dein Energievolumen, wenn du das auch prozentual aufteilst, raus, braucht das Gehirn 20% von der Energie. Das heißt, da ist natürlich dann auch erklärlich, warum auch das Gehirn, wenn du es nicht gut behandelst, das heißt nicht gut ernährst, dass es dann auch schrumpft. Es muss im Endeffekt kompensieren. Und ja, bei dem Professor Smollich, wo ich dann gesagt habe, 60-70% der chronischen Erkrankungen, weil gehen wir es nochmal durch, wir haben die Herz-Kreislauf-Erkrankung gehabt, wir haben den Krebs, wir haben Typ 2 Diabetes und dann natürlich auch noch viele chronische Erkrankungen. 60-70% dieser chronischen Erkrankungen sind ernährungsbedingt. Das heißt, er sagt, die Umstellung der Ernährung, der Gewohnheiten ist wirksamer als Arzneimittel. Für mich als Apotheker natürlich, ja, ist natürlich schon eine krasse These, aber er sagt, hier gibt es ein großes Potenzial. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das auch umsetzen kann. Und was ich noch interessant fand, es wurde in letzter Zeit herausgefunden, durch das Mikrobiom, also unseren Darm, dass jeder Mensch ein unterschiedliches Mikrobiom hat. Das ist im Endeffekt wie der Fingerprint, also wie, sage ich mal, die Einzigartigkeit von jedem Menschen ist nicht nur durch unseren Abdruck, den Daumenabdruck zum Beispiel, gekennzeichnet, sondern auch, weil wir das Mikrobiom haben. Und da lassen sich, und das ist sehr interessant, verschiedene Typen einteilen. Die nennt man dann Nutritypen. Also was sind Nutritypen? Das sind unterschiedliche eingeteilte Gruppen von Menschen, die Nahrungsmittel unterschiedlich verstoffwechseln, vertragen. Und da hat man gesagt, es wird die Zukunft sein, eine personalisierte Ernährung. Und das fand ich wissenschaftlich extrem interessant für mich jetzt, weil du kannst dich, wenn du dich da genau screen lässt, kannst du genau abstimmen, was brauchst du? Was ist für dich genau die richtigen Ernährungsmittel oder Nahrungsmittel, die dich maximal performen lassen, die, sage ich mal, deinen Körper zum Idealgewicht treiben, die deine Seele glücklich machen und die dein Gehirn maximal funktionsfähig machen. Und diese personalisierte Form fand ich extrem spannend. Das heißt, diese Nutritypen sind dann eingeteilt, was ist für den jeweiligen wirklich das richtige Nahrungsmittel. Das ist natürlich relativ komplex und wird auch für viele vielleicht gar nicht so interessant sein. Aber für die, die das Maximale rausholen wollen, ist es eine extrem coole Geschichte, weil wir kennen ja die ganzen Tracker, sage ich mal, Schrittzähler, Herzschrittmacher, sage ich schon, also die den Herzfrequenz messen, aber zum Beispiel auch die den Schlaf messen. Also es gibt ja verschiedene Gesundheits-Apps heutzutage, die einen, sage ich mal, zu einer besseren Leistung befähigen. Und das wird auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein in der Wissenschaft. Da fängt man jetzt an. In Amerika hat man schon eine große Studie angelegt. In Deutschland fängt man jetzt auch an, weil diese Nutritypen sehr interessant ist für die Industrie natürlich auch. Aber das ist wichtig zu wissen, dass nicht jeder Mensch, sage ich mal, alles verträgt und nicht jeder Mensch gleich ist. Aber mein Punkt ist, das macht es natürlich auch alles komplex. Das macht es komplex und man kann das machen. Man kann, wenn man einer ist, der gerne sich screenen lassen möchte, der gerne das Maximale rausholt und ganz individuell sich einstellen möchte, was die Ernährung betrifft, ist es sehr spannend. Aber es gibt natürlich auch die, die sagen, hey, ich möchte eigentlich eine einfache Möglichkeit, mich gesund zu ernähren, trotzdem den ganzen Vorteil zu haben, dass chronische Erkrankung für mich kein Thema ist oder dass ich aus einer Erkrankung sogar rauskomme und es mir besser geht. Und da muss es auch eine Lösung für geben. Und die gibt es auch. Und wenn dich das auch interessiert, wo du sagst, hey, ich möchte eigentlich eine einfache Lösung haben, um alle diese Faktoren zu haben,
dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob dich das interessiert, was du Fragen dazu hast. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video mit euch. Und ja, wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, euer Frank.